Hey ja, willkommen zurück zu Armies of Exigo, zur nächsten Episode. Weil letztes Mal haben wir die Kampagne angefangen, mit der ersten Episode, nämlich die Grenzländer. Dann machen wir weiter mit unterwegs nach Magos. Und da würde ich sagen, los geht's und reden nicht weiter rum. Mission 2, unterwegs nach Magos. Oder, nee, Magot hieß es, ne? Einige Tage später, auf der Straße zur Stadt Ansrade. Ja, wir waren beim letzten Mal in Hale, wie ihr sehen könnt auf der Karte, wo die Flagge ist und wie es weiter nach Norden. Und wir sind ja auf dem Weg nach Magot, wie es ja heißt. Und das ist noch weiter im Norden. Aber jetzt kommen wir einmal an dieser Stadt vorbei. Dann würde ich sagen, gucken, was uns hier erwartet. Also, mal schauen. Was wir auch tun, wir können nicht gewinnen. Wir müssen die Stadt Ansrade erreichen, da wir ihre Rohstoffe benötigen. Allerdings werden die umliegenden Wälder von Untieren bewacht. Vielleicht wäre es besser, hier zu bleiben und diese Siedlung zu verteidigen. Ja, okay. Klare Sache. Verteidigung des Lagers. Errichte eine Kaserne. Das ist unser erstes Missionsziel. Es gibt übrigens auch optionale Quests. Ah ja, Sekundärziele, die man nicht machen muss. Wir müssen die nahegelegene Handelssiedlung erreichen, um uns ihre Rohstoffe zu sichern. Die Untiere patrouillieren in den Wäldern, weswegen wir unsere Verteidigung vor Abmarsch stärken sollten. Also unsere Aufgabe hier entsprechend einmal alle, was muss getan werden, die entsprechend machen. Und wieder ein paar Arbeiter, bzw. Bauern sind es ja, zu produzieren. Die armen Bauern, die Bauern müssen nicht mal am Bauernhof arbeiten. Nein, sie müssen hier so Gold hacken. Ja, das sind Bauern, ja, also Wahnsinn. So, wir haben dann noch zwei und dann noch, was haben wir hier? Eine Edelsteinmine, ah ja. So, mal, das war der erste. Ich muss auf jeden Fall eins schon mal bauen. So. Ihr auch. Ihr gleich da drauf hier. Nicht lange warten. Was sind das für welche? Ranator-Stamm heißen die. Ah ja, ich verstehe. So. Nee, immer Holz. Holz ist wichtiger. Holz. Nee, hier. Geh dahin. Einmal Holz besorgen. Kann man mich gut gebrauchen. So. Okay, immer ein paar. Wir bringen schlechte Kunde. Die Untiere haben Ansrade zerstört und eine Garnison dort errichtet. Wir sind hier, um Bogen und Schwert für Noran zu führen. Um das alte Bündnis zu erneuern. Ah ja, okay. Ist auf unserer Seite. Elfenwaldläufer, ah ja, ich verstehe. Elfenwaldlauf haben wir jetzt. Lager der Untiere. Fände ich die Untiere und ihr Lager. Die Unterräuber haben die Siedlung in der Nähe geplündert. Finde das Lager der Untiere. Wir müssen sie aufhalten. Ja, okay, das ist unsere Aufgabe. So. Haben versteckte Rohstoffe. Findet Lagerplätze der Untiere und plündert die drei versteckte Rohstofflager. Ah ja, ein optionales Quest. Die Elfenwaldläufer berichten, dass die Untiere die geraubten Rohstoffe in kleinen Lagern aufbewahren, die überall in den Wäldern verstreut sind. Okay, machen wir das. Und ja, am besten wir holen uns jetzt mal ein, zunächst noch da rein. Was muss getan werden? Ich lebe, um zu dienen. Wird die Arbeit nie enden? Ja, ich werde immer den jetzt hier abliefern lassen. Ach du, also was ist denn der passiert? Ist der stationiert hier? Ich bin hier, Herr. Ach so, ich verstehe. Nein, ich wollte die. Die bräuchte ich. Arbeit, Herr. Jo, da bauen wir mal eine Kaserne oder zwei am besten. Zwei ist besser als eine. So. Ach ne, ich baue lieber nochmal zwei ab. Also zwei, die Holz hacken gehen. So. Da brauchen wir auf jeden Fall bald mal ein paar Einheiten, die wir nehmen können. Aber erstmal müssen wir einmal eine Kaserne haben, entsprechend, ja, damit wir was machen können. So, genau, du holst jetzt mal ein bisschen Holz. Der wird in der Zwischenzeit hier ein bisschen basteln. So, dauert lang, ne? Aber kriegt er schon hin. So. Ich lebe, um zu dienen. Ja, ja. Bereit zur Arbeit, Herr. Wir brauchen mehr Holz, Herr. Ach ja, Holz kommt schon. Kommt gleich wieder, keine Sorge. Wir müssen nur einmal sammeln. Die sammeln ja gleich zu viert hier. Also sollte eigentlich ausreichen. Ich glaube, die haben auch ein bisschen mehr, glaube ich. 15, glaube ich, ne? Ja, die haben ein bisschen mehr. Also mit diesem Bauen. Ja, das haben wir geschafft.
Haben wir da? Piekenkämpfer. Kampfeinheit, die besonders gegen große Leiteinheiten wirksam ist. Ah ja. Da werden wir mal ein paar von denen bauen. Also von den Schwertkämpfern erstmal. Kriegsausrüstung verbessern. Errichtet eine Schmiede. Errichtet eine Schmiede, damit Waffen und Rüstung eurer Soldaten verbessert werden können. Brauchen wir überhaupt? Die brauchen wir übrigens auch sowieso. Ja. Eine Schmiede, aber erstmal will ich ein Spätum hinsetzen am besten. So. Okay. Und eine Schmiede. Die baue ich am besten hier hin. So. Mein Schwert steht euch zu Diensten. Ja. Soll er mal machen, ne? Das Grafikfehler kommt, glaube ich, wirklich daher, weil er Schatten brechen will zu Objekten, die noch gar nicht da sind. Das kommt daher. So. Wollen wir mal machen hier. Es gibt nicht genug Gold, Herr. Ja, ja, ja. Ist ja gut mit Gold. Komm schon an. Wir müssen mal hier ein bisschen hier aufbauen hier. Aber ich habe eine zweite Kaserne. Das Gebäude ist fertig, Herr. So, die kann ich jetzt mal in eine Gruppe packen und hier hinpacken. Also. Mein Schwert steht euch zu Diensten. Ich will ein bisschen dran basteln hier. So, der ist gleich fertig hoffentlich. Ich hoffe, der ist schneller mit dem Gebäude fertig als bevor er die Soldaten fertig hat. Sonst sagt er mir gleich, ist voll. Aber ich denke, das wird noch gut gehen. Obwohl, nee, wahrscheinlich nicht. So. Ja, da brauche ich immer nichts weiter. Edelsteine, brauche ich Edelsteine? Keine Ahnung. Werden wir feststellen. Das Gebäude ist fertig, Herr. Weil ich kann ja nicht schaden, wenn wir mal zwei da reinpacken. Was soll's. Gut, ist aber nicht so schlimm, weil zwei Einheiten kommen auch nicht drauf an. Die bauen jetzt hier. So, dann muss ich immer gleich mal hoffen, dass der bald fertig ist. Bereit zur Arbeit, Herr. Was ist eigentlich. Aua! Was ist eigentlich das für ein Turm, den ich da jetzt bauen will? Spätturm, einfaches Verteidigungsgebäude, das unsichtbare Einheiten entdeckt. Kann nur angreifen, wenn Fernkampfeinheiten mit geringer Reichweite da stationiert sind. Ach so, klingt doch gut für diese hier. Das sind ja Fernkampfeinheiten, so. So, weit laufen sie ja die Fernkampfeinheiten. So. Guck mal. Es gibt nicht genügend Gold, ja, ja. So. So, er lässt bauen hier. Er guckt nur auf seine Pläne drauf. So. Ah, jetzt baut er nochmal wieder. Okay. Ich denke mal, das ist wie gesagt gleich mal eine Position für die Waldläufer. Für die Elfen. Damit wir gleich mal hier rauskommen hier. Ja. Das Gebäude ist fertig, so. Ja. Die Ehre ist auf unserer Seite. Elfenwaldläufer können Spätürme besetzen und aus ihnen herausschießen. Ich erwarte eure Befehle. Das ist gut. Ich setz mich da mal hinter, ist besser. Jo. Jetzt bastelt er an der Schmiede rum. Ah, wir sollten gleich mal. Der hat ordentlich was zu tun hier, der Typ, aber dafür ist er ja. Dafür haben wir ihn ja angefordert, ja, damit er die ganzen Häuser baut. So kann ich hier gleich mal noch ein Haus bauen. Oh, das ist nie intuitiv mit diesen Gebäuden, ey. Weil man einfach keine Ahnung hat, wo der Mauszeiger ist. Das springt da ein bisschen rum, das ist ein bisschen schlimm, ehrlich. So. Mein Schwert steht euch zu Diensten. Okay. So. Na, mal, ne? Wie ist hier unten? Die Basis war hinter oben, ey, wahrscheinlich. Von denen. Wir brauchen unsere Pikenkämpfer. Mit Schwertern sind sie nicht zu besiegen. Ja, wie gar nicht. Warte mal. Nicht genügend Gold, verdammt, das sind wir kein Scheiß. Aber wir haben ihn doch noch klein gekriegt. Mein Schwert steht euch zu Diensten. So. Viele können ihr Waffen und Rüstung verbessern, ah ja. Eine erbitterte Schlacht. Wir brauchen unsere Phalanx. Pikenkämpfer! Ja, die müssen ja mal ausgebildet werden. Die kommen nämlich nicht sofort. Brauche auch nur Gold für eine Ausrüstung. Ja, dafür brauche ich meine Edelsteine. Das Gebäude ist fertig. Vielleicht für ganz wahrscheinlich für ganz, ganz. Es gibt nicht genug Gold, Herr. Ja, und habe ich einen kleinen Goldengpass. Jetzt haben wir ja Pikenkämpfer hier. Hab momentan ein bisschen Goldengpass. Aber hier noch genug drauf, also.
So. Ja, macht er ja hier schon. In Warteschleife, in Arbeit, alles gut und schön. Dann warte ich mal kurz ab, dann baue ich nochmal zwei von denen. So, jetzt hat er gleich zwei, baut er gleich zwei von denen. So. Okay. Unsere Phalanx hier, Pikenkämpfer. Interessant. So, dann müssen wir gleich mal eine kleine Gruppe bauen, damit wir mal ein bisschen vorankommen, damit wir ein bisschen rauskommen aus dieser Basis hier. So, die hacken hier Holz, was wir gar nicht brauchen. Was brauchen wir überhaupt? Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn wir auf Lager haben, ist die sicherlich nicht schlecht. Pikenkämpfer sind bereit, ja. Gut. Okay. Oh, ich muss mal ein bisschen abwarten. 90 kosten auch so viel. Ja. Ich bin hier, Herr. Dann bauen wir noch mal ein paar Häschen. Es gibt nicht genug Gold, Herr. Ach, gleich gibt's wieder Gold. Kommt her. So. So, dann können wir mal gleich mal endlich mal loslegen hier. Wenn er baut, können wir wieder warten. Abgeschlossen, Herr. Und vorher ist schon abgeschlossen, das heißt, unsere Schwertern sind besser. Besser die Rüstung von Schwertkämpfern und Rittern, die wir nicht haben. Die haben keine Ritter, gibt's nicht. Ja, wir haben noch kein Mittelalter. Deswegen gibt's noch keine Ritter. Also ich weiß gar nicht, wozu die... Wir werden angegriffen. Das ja. Gebäude ist fertig, Herr. Bereit. Geht voran. Ah. Jawohl. Unterwegs. Ja. Jo, ja, die sollen so ein bisschen zu nah dran, die sollen immer den, die sollen den Rest machen erstmal, die sollen mal die angreifen, beziehungsweise halt flach machen, also, ja, beschädigen, wenn man so sagen soll, verletzen ja das Wort, genau, beschädigen ist, hat eher was mit mechanischen Gegnern zu tun, so, okay, dann bauen wir mal ein bisschen, ne? So, ich steig so auf, nehme auch Experience Points. Also, der kann hier, hoffentlich kommt er auch wieder raus. Hoffentlich, ja. So, ein Schwertkämpfer ist bereit, ja, ist okay. Und dann kann man nichts weiter machen im Grunde. Können hier nur ein bisschen, Das Gebäude ist fertig, Herr. Wir können im Grunde nur ein bisschen kaufen, ja, nur ein bisschen Einheiten machen. Wir haben ja eh noch ein großes Einheitenlimit. So, die Forschung ist auch dabei, wir haben auch nichts mehr. Das heißt, wir können hier eine kleine Gruppe zusammenstellen. So, wir haben dann. So, die nehme ich jetzt erstmal, um mit dem mal loszulaufen, um mal zu gucken, wie die Lage hier ist. Ich renne immer nach links. Mal unten rum. Denk mal, dass die was hier oben sind, vermutlich. Geht voran. Die Gegner. Unterwegs. Geht voran. So, mal hier lang laufen. Unterwegs. Mal hier. Geht voran. Ach, guck mal an. Was ist denn da? Ranator. Ja. So. Erwischt. Oh, der hat. Wir fallen so von uns hier. So. Irgendwie fällen mir ein bisschen zu viele Einheiten, habe ich das Gefühl. Wir sollten mal diese Verstärkung mitnehmen hier. Ja. So. Unterwegs. Jawohl. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was machen die? Ja. Können sie gleich mal beweisen? Und wieso rennen die jetzt nicht zurück? Wir rennen nicht wieder zurück, leider. Ein bisschen doof. So. Ich erwarte eure Befehle. Ja, eigentlich wollte ich die auf 2 haben. Auf 1 wollte ich irgendwann meine Gebäude lassen. Es gibt nicht genug Gold, Herr. Ach ja, wieder ein bisschen zu gierig. Ah, so kann es gehen. So kann es gehen. So, aber eigentlich läuft es momentan relativ gut hier. 90, ja, ich warte ab. Zwischenzeit kann ich ja hier. Herr. Umlaufen, bin ich jetzt hier fertig hier? Haben sie alle erledigt? Geht voran. Ist hier was? Geht voran. Hier ist ja ein Lager, aber kein Lagerfeuer. Ja, unterwegs. Gut, dann halt nicht. Dann gibt es halt hier geht nur voran. ein.
Ist halt hier nur ein Lager. So. Bereit. Ja, es läuft momentan so besser. Kann man auch nebenbei ein bisschen bauen. Ich habe so viel Holz, wollte ich gar nicht. So. So. Okay. Oh, wieder ein Tod. Wieder einer tot. Naja. So ist das. So ist das Leben als Soldat in Kassaserie spielen. Die sterben alle weg, Herr. Was ist denn hier los? Leichen. Leichen im Keller. Na gut, Keller ist ja nicht gerade, aber Leichen. So, was haben wir hier? Ah ja, hier ist auf jeden Fall was. So, machen wir alle platt hier. So, wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Haben wir da? Holz. Das Holz gehört uns. Diese Untiere brauchen es nicht mehr. Ja, wir auch nicht. Holz, Rohstofflager gefunden. Unterwegs. 1 von 3. Ja, ja, unterwegs. Ich verstehe. Rohstofflager, 1 von 3 gefunden. Geht voran. So. Aber hier ist auch nichts weiter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also, hier kommen wir nicht lang. Geht ja, voran. Wir müssen weiter. Unterwegs. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, die machen das schon. Zu euren Diensten. Es gibt nicht genug Gold, Herr. No. Die machen euch schon. Ich erwarte eure Befehle. Unterwegs. Die machen euch schon hier. Unterwegs. Gut, wir können jederzeit Verstärkung rufen, unterwegs. Aber brauchen wir nicht. Geht wir gucken voran. Mal hier lang, was ist hier? Der Wind wird stärker. Es kommt ein Sturm auf. Aha, was denn für ein Sturm? Unterwegs. Ah, und da sind dann die nächsten. Steh, was ist denn jetzt los? Ach so. Hier ist ja nebelig. Jawohl. Ah, interessant. So Wettereffekte gibt es in dem Spiel. Es regnet sogar. Unterwegs. Ist ja cool. Geht voran. Hat ja geht was. Voran. So, okay. Wir können ja hier wieder unterwegs. Vorbei. Wir können ein bisschen Verstärkung holen. Wer will denn noch? Wer will noch? Wer mit? Hier, ihr seid jetzt meine Auserwählten. Ihr kommt jetzt mit. Ich wollte wieder fast auf 2 drücken. Auf 1 drücken. Aber ich habe auf 1 gedrückt zum Glück. Jetzt hier lang. Geht voran. Unterwegs. Hier ist nichts, hier sind nur Bäume. Zum Abholzen. Unterwegs. Die wollen die brauchen, wir brauchen das ganze Holz gar nicht. Was meinst du, Alterchen? Bist du reich genug, um dein erbärmliches Leben freizukaufen? Ich bitte euch, ich bin arm, ich habe nichts, bitte. Das heißt, ja, es klingt so, als könnten wir mal hier was tun, ne? Könnten wir ihn mal retten, ne? Vielleicht mal eine Idee. So. Okay. So. So. Hab Dank, edelste Ritter. Ich kann euch heute mit nichts belohnen. Kehrt ihr aber zurück, werde ich euch mit Gold und Holz überhäufen. Als bräuchte ich das. Als bräuchte ich das, ja. Okay. Hinweis, ihr könnt eure Einheit schützen, indem ihr sie in Gebäuden stationiert. Es können auch einige neutrale Gebäude besetzt werden, um deren spezielle Fähigkeiten nutzen zu können. Neutrale Gebäude können nicht zerstört werden. Sie können aber angegriffen werden, wenn sie von einer feindlichen Einheit besetzt sind. Ah, heißt, was macht der Handelswagen? Was macht der? Wo soll ich meine Pika einsetzen? Ich nehme mal wir dich. Werden angegriffen. Das kriegen wir. Ach, jetzt kriegen wir schnell die Ressourcen, unser Netz. So. Ja. Ich kriege jetzt die Ressourcen, die wir auch gar nicht brauchen, aber. Ich sag, ich beschwere mich ja nicht, hä? Ja. So. Jawohl. Ja. Also, ich habe jetzt wieder so viele Leute hier. Also, ich weiß nicht, ich könnte mal ein paar mitnehmen. Ich erwarte eure Befehle. Können wir hier glatt mal als super Gruppe machen. So, kommt her. Ja, machen wir jetzt eine super Gruppe hier mit 2 vollen Gruppen. Denke mal, das könnte vielleicht was sein. Hier sind noch die Gebäude hier. Ja, hier ist genau die Anzeige, die ich halt vermisst habe. Im Tutorial. So. Machen wir jetzt hier lang. Gehen wir jetzt mal hier lang. Was ist hier? Alles brennt. Eilt euch. Eilt euch. Oh.
Ja, fackelt ja alles abgefackelt. Überall Tod und Zerstörung. Die Untiere sind nah. Okay. Ganz ja. So. Da kommen die gar nicht hin. Wir müssen mehr Hilfe bauen. So, aber das ist ziemlich übel für die. Würde ich sagen. Die gestohlenen Materialien. Bringt sie zurück ins Lager. Okay. So, was haben wir hier noch? Brauchen wir Gold, was ist das? Ein Haus. Ziemlich stark beschädigt, ein Haus. Ja, das ist immer noch über Gruppe 1. Ja, ist doch nett. Ne? Ja. Wo zwei Rohstofflager gefunden, der dritte haben wir auch schon gesehen, das haben wir hier. Da. Und dann nächstes hin. Was ist dieses Offenbau, das sekundäre Ziel optional, meine ich? Wir müssen mehr Höfe bauen, Herr. Ach so. Was muss getan werden? Ja, du hast es doch gehört, was du hast zu tun musst. Viel Spaß daran. Ich sag es nur. So. Was ein bisschen fehlt, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir greifen uns den Arm mal an. So. Ja, schön, ne? Kein Problem. Deswegen haben wir immer wieder welche Einheiten mal zurückgelassen. Ja, ein paar sollen ja in der Lage sein, Angriff abzuwehren. Zumindest solange es kein Hauptangriff ist, sollte es möglich sein, da was zu tun. Das Gebäude ist fertig, Herr. Ja, ist doch gut. Dann kann man wieder ein bisschen aufrüsten. So. Mann, da. Diese guten Männer mussten wegen der Gier der Scheusale sterben. Was ist das? Versteckte Rohstoff, Missionsziele. Jawohl, das war noch das optionale Ziel, ja. Ach, helft ihn doch. So. So. Okay, das war das optionale Ziel. Das heißt, das haben wir abgeschlossen. Jetzt suchen wir nur noch die Hauptbasis von denen, wenn ich richtig deute. Ja, Lager der Untiere ist sogar. Nicht Hauptbasis, Lager der Untiere. Ja gut, sollen wir auch recht sein, egal wie das heißt. Das kümmert mich in der Regel auch nicht so wirklich, wie das heißt. Ja, mal unten lang. In Reh, das ist, erschreckt sich schon. Ja, ja. Was haben wir denn da? Ja, ein paar Fernkämpfer werden gut, ja. So, aber das hat ihnen nicht geholfen. Ja. Ah, hier. Ah ja, ah, ich verstehe. Zurück. Ja, okay. Na, halt nicht. So. So. Ah, guck mal, was kommt denn da? Haus Elior, ah ja. Ich verstehe. So. Ja, die werden jetzt mal ordentlich platt gemacht. Das ist gut. Ja, können wir mal richtig schön kaputt machen hier alles. Wie es sich gehört, haben wir wohl die Hauptbasis gefunden. Und jetzt haben sie keine Chance mehr. Ja. Gut. Das haben wir wohl hingekriegt. Jo. Ist uns ein Segen, hab Dank. Wir kämpfen für die Freiheit. Die Stämme der Untiere nähern sich in einer Anzahl, wie wir sie seit dem Rausch nicht mehr sahen. Sie marschieren gen Margot. Margot? So ist es. Aber wir stehen euch bei. Alric Dorei und der Rat können auf unser Bündnis bauen.
Ah ja, jetzt haben wir Unterstützung der Elfen. Ihr seid siegreich, ja. Das haben wir hingekriegt. Ja, Kampagne beenden natürlich. Haben wir die Mission hingekriegt. 200 Minuten ging eigentlich relativ gut von der Hand. Haben wir gut hingekriegt. Okay. Ja, das sind wir Statistiken für euch hier. Ihr könnt ja kurz auf Pause drücken. Ich klicke alle durch, falls euch das interessiert. Auf jeden Fall, das war's. Wir haben alles durchgemacht. Könnt auf OK drücken. Und damit war's das. Nächstes Mal geht's übrigens weiter mit einer Zwischensequenz. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Mission, an dieser Aufnahmesession. Und ja, daher danke fürs Zusehen. Denkt an das Feedback. Und bis zum nächsten Mal.